Und los, ihr seht schon, was hier steht. Bei herrlichsten Bedingungen, blauem Himmel mit ein paar Wolken, bayerischen Himmel in Franken. Bayerischer Himmel willkommen in Franken. Bei Mercedes Rieger. Danke fürs Mitbringen. Mobile Rieger, Rieger Mobile. Rieger Mobile. Rieger Mobile. Rieger-mobile.de. Genau. Für mich die größte Yukon-Auswahl, haben wir gerade ein Video gemacht. Genau. Und ziemlich mit auch die größte Franke-Auswahl. Ich schätze ja ziemlich alles da, oder? Da steht verdammt viel da, ja. Also ich bin gerade auch echt am Überlegen, kurz und spontan, ob es einen Franke gibt, den wir nicht auf dem Hof haben. Ja, auf der Fiat-Basis, voll integrierte, da fehlen noch ein paar im Bestand. Aber ich habe jetzt einen i46 da, einen i97 da stehen, Titan, einen i680 Plus haben wir da stehen seit kurzem. i47 Plus ist im Anflug. Alkoven haben wir da stehen, haben wir auch das letzte Mal gefilmt. Ja, auch da ist die Auswahl da. Platin. Hier haben wir den integrierten M-Line. Genau. 7000 Winner GD. 5,5 Tonnen. Da geht aber wenigstens ordentlich über so einen Zug. Da passt was rein, ja. Ich schätze, eine Tonne hast du da. So was, ja. Kommen wir hin. Ich glaube, wir sind bei, ich glaube sogar über einer Tonne. 1,3, glaube ich, haben wir noch Zuladung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jetzt gerade aus dem, ja. LED, 1, selbstverständlich. 3, ja. Ja, Mercedes. Mercedes ist so ziemlich alles an Bord, schätze ich. Da ist alles da, was wir brauchen. Details findet ihr natürlich auf der Homepage, die auch in der Videobeschreibung ist. Da setze ich den Link mal rein von genau diesem Fahrzeug. Gerne. Alternativ haben wir noch zwei andere da. Also wir haben den dreimal auf dem Hof stehen im Moment. Also auch da ist wirklich Auswahl da. Ist schon ein schöner Buggy. Hat schon was, ne? Ja, also Frank ja mit der Anpassung. Ich persönlich, immer meine persönliche Meinung. Aber ich glaube, deine auch. Ist schon formschön, so ein teilintegrierter Fahrzeug. An sich sind teilintegrierte Fahrzeuge eh echt beliebt. Ja. Weil dieses Fahrerhaus da vorne halt eben nicht so weitläufig, nicht diese Riesenscheibe. Sondern man fühlt sich beim Fahren erstmal wie im Transporter. Ja, PKW. Ja, genau. Schon fast. Man sitzt drin wie im normalen Auto. Man hat ja natürlich ja immer nur die Auswahl bei Frank, ja legendär. Klar. Wär's dann noch ein bisschen Halle-mäßig. Auf die Teilintegrierten, wenn ich sage, ich möchte mehr Raum, aber haben wir ein richtig schönes Auto. Interessant, da hat man aerodynamisch nochmal mit ABS, schätze ich, was getuned, gepimpt, gemacht. Dass es eine Linie gibt. Weil sonst, wenn es nicht drauf wäre, wäre es nur Standard. Genau. Und so ist es jetzt ein bisschen Windleitung, ne? Windleitwert. Ab 140 steigt der Anpressdruck. Klar, mit einem 5,5 Tonner. Auf dem Nürburgring. Ja, hinten haben wir extra noch einen Flügel mit drauf. Nein. Da kommen wir dann gleich dazu. Gehen wir wieder außen rum, wir beide. Wir gehen außen rum. Wie rum möchtest du denn? Okay. Ja, 7,40 Meter sagt natürlich alles aus über die Länge. 7,60 Meter lang. Voll ins Fettnäpfchen. Voll reinlaufen. Aber ich ist nur Schäufel. Das ist aber tatsächlich ein bisschen irreführend, da muss ich dir recht geben. T7400 ist ein Fahrzeug, 7,62 Meter lang. Mhm. Ja, also über der 7,60 Meter Marke. Ja, aber als halb so nicht. Wenn ich als, ich bin ja kein Profi, ich betone das immer, wenn herrlich unprofessioneller Review war, das egal. Ein bisschen auf dem Überhang geschaut hätte, dann hätte ich es selber merken können. Aber er verzeiht mir das hoffentlich. Nobody is perfect. Gerade noch so. Aber siehst du mal, es ist immer ein bisschen eigenartig, was manche Hersteller in den Typenbezeichnungen haben. Wenn man den 7600 nennt, ist alles entspannt, ne? Aber es ist halt ein 7,4. Was natürlich wieder genial ist bei Frankia, ist der Zugang meistens auf der rechten Seite und dann eben die tolle Heckklappe. Auch hier. Kofferraum. Auch hier beim Teilintegrierten. Da bringst du was rein. Naja. Da liegt der Aufbauteppich schon. Also wenn ich in die Garage nichts reinbringe, dann weiß ich auch. Naja, das ist wirklich die Technik drüben untergebracht. Ja. Die Leiter für den Aufstieg. Es ist aber schon eher ein Zwei-Personen-Fahrzeug. Das ist ein reines Zwei-Personen-Fahrzeug. Wir haben zwar vier Kurzsitzplätze im Fahrzeug, aber bettentechnisch sind wir wirklich bei zwei am Ende. Also da ist auch kein Notbett oder ähnliches da. Wie die Enkel, die dann im Zelt schlafen. Bei Oma und zum Beispiel. Oder auf dem Dach oder wo auch immer. Machen wir da ein Aufstelldach drauf, Schlafhubdach. So wenn ihr das wollt, das geht auch. Ich habe einmal einen Vollintegrierten gesehen, der hat einen Dreiachser, der hat oben nochmal sicher Schlafdach Dachzelt drauf. Ja. Der hat gesagt, das wäre noch so eine Option, also diese Expeditionsdachzelte, die es gibt, die man sonst auf dem Kombi draufschneidet, kann man hier bestimmt auch drauf machen. Hätte auch was. Braucht man eine längere Leiter. Und du hast es gerade angesprochen, die Heckklappe. Auch da finde ich jetzt gerade in der Fahrzeuggröße. Oh. Frischgewaschen, sockt runter. Und Frischgewaschen auch noch. Aber von der Höhe, ne, mit meinem 1,80 Meter, ich kann mich da drunter stellen. Selbst mit den 2 Meter ist hier keine Ecke, die man ständig hier...
Du musst jetzt nicht ganz gebückt runterlaufen, sondern es reicht den Kopf ein bisschen einziehen und du kannst dich drunter stellen. Dann merkst du wieder der Wintertauglichkeit, Winterfestigkeit, Entschuldigung. Ja. Elektronik super zugänglich. Zugänglich. Und das Ganze auch von der Außenklappe, die man da von innen sieht, noch. Also wir haben da eine kleine Außenklappe, dass man eben wirklich rein auch an die Elektronik rankommt. Was würdest du sagen, weil ich gerade den Aufbauteppich hier liegen sehe, frage ich mal in der Community, nutzt ihr diese Teppiche oder seid ihr die eher ohne Fahrer? Wird mich mal interessiert. Wenn ich so schaue auf den Camping an Stellplätzen dieser Nation, dann denke ich so 75-25. Gegen 75 den Teppich. Eher ohne Teppich. 75 ohne. Mit Hund und Kinder und schneller rauskehrt. Aber schreibt es mal unten rein. Ich habe tatsächlich jetzt schon verschiedenste. Ne? Die einen, die sagen, mit Hund, ja, ist es schneller rausgekehrt. Mhm. Der nächste sagt, na, rauskehren reicht nicht. Ich will staubsaugen, dann nehme ich den Teppich gleich rein. Und dann kommen wir hier, die sagen, ja, ohne Teppich. Und der Hund bewegt sich das nachts, bin ich wach. Ja, Weil er auf diesem harten Boden double. Und das ist nicht. Also auch da gibt es schon mit Hundenutzern gibt's schon die zwei Lager. Ich bin mal gespannt, was rauskommt. Ja? Sagst du mir Bescheid. Das ist immer interessant, solche Statistiken. Kannst du so eine TED-Umfrage starten mit Diagramm, Balkendiagramm? Machst du mit rein, oder? Ich habe am Wochenende eine Umfrage gemacht in der Community. Ich mache da ganz oft welche. Das ist immer interessant. Vielen Dank fürs Abstimmen, ob ihr die Mittagsschließzeiten, Ruhezeiten auf den Campingplätzen noch für zeitgemäß findet. Was findest du? Spontan rauskaut? Nein. Witzigerweise haben weit die Mehrheit, glaube ich, über 60% abgestimmt für ja. Hätte ich nicht gedacht. Aber lustig. Nur einmal so. Tatsächlich, also ist interessant, ist immer die Frage, von was für einer Zeit man ausgeht. Ne? Also wenn ich sage, der macht mittags, dann macht der Camping jetzt 3 Stunden zu. Schwierig. Ich denke mir, für einen großen Campingplatzbetreiber ist es doof, weil in der Mittagszeit ist die Anreise, dann stehen die Leute 1-2 Stunden davor, Schlangen bis zu 60, 70 genau. Autos und dann hast du im Check-in den ersten Stress. Dauert für manche dann eine Stunde. Ich glaube auch, je nachdem. Nee, also von mir ist das, wenn man sagt, man macht eine Stunde zu, einfach um eine Stunde Mittagspause selber zu machen, als Betreiber da, wie auch immer. Okay. Man muss beide Seiten. Man muss essen gehen, alles in Ordnung, sehe ich auch so. Mir persönlich ist meine Mittagspause auch heilig. Ne? Und, haben wir schon über den Mittag. Genau, du willst ja dein Schäufele jeden Mittag essen. nee, aber also tatsächlich schon. Mittagspause braucht man, gehört irgendwo mit dazu. Ja. Aber da dann 3 Stunden zuzusperren, glaube ich. 3 Stunden ist viel. 1 Stunde muss lange. Ja, und das habe ich in Italien noch erlebt. Da fährt man auf dem Campingplatz hin, da heißt es zwischen 12 und 15 Uhr ist die Strecke zu. Ja, da darf ich aber nicht mal rausfahren. Da darf gar nichts. Also, da darf ich überhaupt nichts. Da muss auch drin am besten Ruhe sein. Und dann sage ich, wir reden von einem Campingplatz mit Kindern. Und Ja. Ich bin auch hier mal gespannt. Also Teppichnutzer, ja oder nein? Kommt. Bin mal gespannt. So, Gas. Entschuldigung, wenn ich abgeschnitten bin, aber Gasfach, alles gut. Das Gasfach, wie wir es aus dem Frankia eh kennen. Ne? Frankia Neo Duo Control, der Auszug hier, die Schublade das quasi mit drin. Das ist wichtig und praktisch. Also, das wäre für mich als ganzjähriges Camper ein Knockout, wenn ich das nicht bekommen würde. Wenn da nicht drin ist, ja. Wenn du da 72 Mal im Jahr, im halben Jahr da drin lebst und dann keinen Auszug hast, dann wirst du bekloppt. Nee, so schon vernünftig. Ja. Also wie gesagt, so kennen wir es aus dem Frank her, so ist es hier auch drin. Die Außendusche auf der richtigen Seite. Mhm. Genauso wie da hinten unser Stromanschluss auf der richtigen Seite liegt. Alles weg von den Campingmöbeln. Riesenthema immer. Habe ich immer und immer wieder. Ja. Das Einzige, was hier ist, ist drüben, ist jetzt die Toilette. Ja, das ist auch immer so ein Punkt, aber ja. Die Wasserpumpe, die Zugang zum Abwassertank. Da kommt man auch überall hin mit. Ja. Das ist ganz wichtig, dass ihr den Abwassertank auch reinigen könnt dazwischen, weil da gibt es ja viele Fahrzeughersteller, die den so verbauen, dass du never ever dazukommst. Nach 3-4 Jahren stinken die Dinger. Ja. Kannst du es rausreißen. Unweigerlich, egal wie du fliegst. So. Und dann wieder die berühmte Franke-Klappe für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung. Und die schöne alte. Die schöne alte, die neue schon, 30er. Übrigens Ankündigung für den Caravansalon, Premiere Diesel, alte. Alte mit Diesel, ne? Jawohl, da. Ja. Wird lange darauf gewartet. Bin ich gespannt. Ist im Testlauf seit einem Jahr und dann erhältlich. Ja. Und dann werden die Hersteller mit Sicherheit viele umstellen. Bei Diesel wenn zumindest als Option. Ne? Das ist eine schöne Geschichte. Gut. Es gibt ja doch viele, die fragen, immer noch viele, die nach Dieselheizungen fragen.
Ja. Wart ihr bei der normalen Thoma auch mal um, ja, wenn jetzt einer sagt, ja, ich habe die E-Gas drin, Gas-E, ja, und der will unbedingt der Diesel, macht ihr das? Können wir ohne weiteres machen. Das also Thoma, alte Partner und den Thoma, ganzen. Dometic, alte, machen wir alles in dem Bereich, sind wir voll dabei. Wie gesagt, da ein Heizungsumbau ist, ob es eine Klimaanlage ist, wir machen es. Ja, wenn es ihr nicht macht, ihr habt ja technisch sehr super aufgestellt. Ja. Und dann gibt es nächstes Jahr ein neues Reisemobilzentrum. Ja, schauen wir mal, wann der Baubeginn ist. Ja, mal, eben, ne? Aber für zum Beispiel Führerskunst dürfte es unser. Ich denke auch, dass wir da 24 über den Einzug dann reden. Es ist aber absichtlich im Bettenbereich angefangen und vorne gar nichts gezeigt. Die Matratzen sind halt der Hammer. Da hast du nur eine Unterteilung drin. Ja. Ganz ein wichtiger Fakt für die Leute zum Schlafen, für zwei Leute. Da möchte ich kein Mittelkeil mehr haben. Besucherritze. Dass man diese drei Matratzen, ja. Ne, habe ich ja daheim auch nicht, ne? Naja, eben. Ne, und gut, du kannst hier noch zumachen. Könnte man schon wieder eine Umfrage machen, wie viel schließen die Lücke wirklich im normalen Campinggebrauch? Wie viele machen die Lücke wieder? Solange man so zweit draußen drin ist, glaube ich. Ja. Ich denke auch eher. Was eher nicht. Aber das wie gesagt. Ist eher dann, wenn ich wirklich mein Kind dabei habe hinten. Ja, der Enkel passt hier immer schön in die Mitte, kannst du mal verlängern. Ja. Sag mal, bis vier Jahre ohne Verlängerung, über vier Jahre. Mit der Verlängerung. So ungefähr. Du hast ja eine naja, junge Kids. Also ich wollte es gerade sagen, wenn ich mir die zwei anschaue, die da haben rumhüpfen, dreieinhalb und viereinhalb. Ja, da wirst du auf jeden Fall. Ich würde die Verlängerung reinbauen. Und die hättest du ja auch beide im Bett. Wir könnten beide da hinten reinpacken. Wenn es so wäre, wie ja, das hier. Also da ist es auch von der Breite her schön. Ne? Mhm. Wenn ich mir überlege, da hinten ist ja wirklich, was haben wir in der Breite? 2 Meter. Ja, locker. Knappe 2 Meter Breite. Also da kann ich auch mal zu viert drin liegen. Ja. Auch wenn das Wohnmobil, wie gesagt, für zwei gedacht ist, weil eben nur dieses eine Bett da ist, aber mit zwei kleinen Kindern. Ja. Der neue, schlanke, flache Ausgleichsbehälter. Viel weniger Inhalt als bis jetzt, glaube ich, wie ich das so gesehen habe. Ja, beladbar natürlich. Hier seht ihr mal eine Folie drin. Ja. Das will man haben. Dann haben wir natürlich hier. Da ist nichts. Nein, auf der Seite ist nichts. Ach klar, wir haben hier unten die Technik. Gas. Da ist das Gasfach nochmal dahinter. Und dafür haben wir hier. Ja. Genau. Ah ja. Und da ist auch das Verlängerungsteil, ne? Fürs Bett. Und da unten habt ihr dann die Stufe, die man rausklappt, wenn man eben das Verlängerungsteil nutzt. Und der Schublade. Oder? Nein. Nee, ist nur Blende, geht ja auch nicht. Einzug dahinter. Da ist der Konvektor dahinter. Mhm. Macht er mir das Wohnmobil gleich kaputt, Herr Mann. Nein. Aber ist nicht schlimm. Du hast es ja auf Bild. Der Tobi war's. Eben, der Tobi war's und dann hat es ja ans Kraft und ist alles gut. Schön. Reißt du was raus? Bei uns, ja. Reißt du was raus? Kriegst du eine Bestellung zum Unterschreiben? Passt die Geschichte. Übrigens, steh hier, ist volle 2,3 Meter, schätze ich mal. Ja. Mhm. Ja, also, ne, und wie gesagt, der Durchschnitt ist, glaube ich, nicht die 2 Meter groß, die der Tobi hat. Nicht unbedingt, aber als Maß in Zollstock der Camper bin ich ja in offizieller Mission unterwegs. Immer gut. Ja, siehst du mal, ein Riesenbad durch die gewölbte Tür. Na, das ist wirklich Platz, da kommst du zweit aneinander vorbei, da kannst du, wow, das gefällt mir schon richtig gut. Die Dusche ist riesengroß, ohne... Wer es nicht gesehen hat, ohne Badkassen? Ja. Weil wir halt so hoch sitzen. Mhm. Durch den doppelten Boden sitzen wir halt sehr weit oben und dementsprechend. Stimmt. Brauche ich hier keinen Radkasten reinbasteln. Tech Tower, Standard. Vernünftig. Man hat hier schon ein Zwei-Personen-Wohnmobil. Das ist schon eine Hausnummer. Aber hallo. Ja. Ich finde auch das Polster schön. Ich bin da sehr breit aufgestellt mittlerweile, wenn man so viele Fahrzeuge gefilmt hat, dann gefällt mir echt viel davon. Mhm. Immer in der Abstimmung jeweils. Und muss halt zusammenpassen. Polstern, genau. Ja, es muss zusammenpassen. Und ein bisschen eine gröbere Struktur von der Haptik. Ich finde auch tatsächlich dieses dunkle Holz. Also wenn es zu viel von diesem dunklen Holz wird, finde ich immer schwierig, weil es halt sehr drückt. Mhm. Aber mit diesen weißen Fronten und der weißen Fläche hier, weißer Tisch, da lockert das Ganze so schön auf, dass ich das dunkle Holz tatsächlich wirklich richtig... Auf jeden Fall. Ist hochelegant. Bitte schön. Platz. Auf zu. Ah. Ablage für unsere Spülenabdeckung. Na, das andere, das da hinten. Das da? Hose, ja. Oh. Das war ich, Entschuldigung. Sag doch, er macht ja was kaputt. Was soll ein Radar machen, der Mensch?
zusätzliche Ablage. Ja, das hier oben kann da ruhig bleiben. Das ist die nächste zusätzliche Ablage. Obwohl das schon super groß ist. Es ist groß, genau. Gut 67 Auto. Aber, ja, muss man auch fairerweise sagen. Wir haben ja gesagt, wir sind heute ganz unterwegs. Nicht runterschmeißen, nein. Legst du es wieder hin? Ja. Wie wollen wir ausbrüten? Genau, jetzt fängst du an, ja, lustig zu werden. Geht gar nicht. Wir dürfen immer so kindisch sein, oder ich? Ja? Weißt du, wir haben uns vorgenommen für heute. Genau, richtig. Heute. Komplett seriös. Wie hast du die, erklär uns nochmal, wie du das gemacht hast. Okay. Zauberei? Die Auflösung folgt im nächsten Video. Zauberei. Zwei Kochfelder, nächste Diskussion, reichen euch die? Ich habe schon mal gecheckt in der Umfrage. Da haben weiter bei 50% gesagt, ja. Reicht auch. Reicht. Also in meinen Augen auch. Ja. Na, also ein Drei-Sterne-Menü fange ich nicht an, hier drin zu kochen in so einem Wohnmobil. Ja, ja. Gibt Leute, die kochen wirklich viel da drin. Boah. Ja, aber mehr als zwei Felder, glaube ich, wirklich. Hast du jetzt Drei-Sterne-Menü gesagt? Drei-Gänge-Menü. Ich habe drei Sterne gesagt. Ja. Wobei, da muss man aufpassen. Drei-Gänge-Fünf-Sterne-Menü. Drei-Gänge-Fünf-Sterne-Menü. Okay. Nee. Machst du sowas als Öfteren? Ja, ich mache grundsätzlich, ja. Und wenn ich jetzt einen Mercedes Gänge, hätte, hätte ich grundsätzlich Sterne. 5 Sterne und einen 6. dazu. Sehr gut. Gourmio, oder wie das Ganze heißt. Ja. Wann dafür zum Essen kommt? Also zumindest kriege ich nicht das, was da am Teller liegt. So, Schluss. 5 Stück. Das kennen wir auch, relax. Ja. Das ist meine Galerie da vorne, oder? Das ist wirklich super gemacht. Klar, kannst du da nichts mehr hinstellen, aber dafür hast du Schubladel. Schubladel, wie sagt der Frankie? Schubladen. Freilich. Ich liebe es. Fränkisch ist so geil. Ja. Ja, ich finde es einfach ein tolles Fahrzeug. Baldachin quasi. Auch da wieder. Einen großen Kugelhäkchen. Ja, das ist ein Cabrio-Dach. Das vorne ist aber nicht zu öffnen, oder? Das vorne ist. Nur zum. Nur für Licht. Mhm. Nur für Licht. Ich habe mir gerade gedacht, das ist. Psst, bist du still? Die Dose. Ja, schön. Dose schöner Wagen. Also mega Auswahl kann man unser, hier. Unser Weinregal wieder mit da, so ein Glasregal. Es ist ja schon fast ein Liner, teilintegrierter Liner. Ist tatsächlich, ist nicht weit weg, ne? Mhm. Also gerade auch von der Ausstattung her, von der Klasse her, ist dieses Fahrzeug im Bereich der vollintegriert mit unterwegs. Ja, das ist nur für den, nur fürs Fahrgefühl quasi, ne? Dass ich sage, ich habe mein teilintegriertes Cockpit vorne. Das ist Premium. Das ist Premium. Das ist auch alles drin. Das ist alles Wechselrichter. Drin. Das ist die Solaranzeige. Es ist Solar. Solaranzeige. Wechselrichter ist nur nicht drin. Aber nachrüstbar. Genau. Und satt mit Doppel-LMB, zwei Fernseher vorne hinten. Genau, alles dabei. Schön. Warm ist, gell? Warm ist tatsächlich, ja. Hm, aber wie gesagt, ne, nochmal danke fürs Mitbringen vom schönen Wetter. Ne? Vorhin hat es hier noch geregnet. Ja. Und kaum kommt der Tobi, scheint die Sonne. Ja, das ist wirklich so. Wir hatten das jetzt immer als Gag vor einem halben Jahr oder so, dass wir irgendwie hier immer Glück haben, ob Sommer oder Winter. Aber wenn du jetzt mal wieder rumfilmst, ne? Das Wetter merkt, glaube ich, dass wir so langsam durch sind und du schon wieder fahren willst. Aber es bleibt die nächsten Tage auch noch recht. Soll recht so bleiben. Das war schon gut. Echt unanständig heiß. Tatsächlich, ja. Zum Samstag brauchen wir gar nicht reden. Unsere Natur braucht dringend Wasser. Dringend. Und das war heute Nacht auch wieder ganz gut. Hat gepasst. Ja. Aber wie gesagt, ne, kaum kommst du her, zack. Siehst du mal. Passt das Wetter. Wir haben bis jetzt noch nicht bei schlechtem Wetter gefilmt. Nee, noch nie. Nee. Ist wirklich, also, vielleicht liegt es ja an dir, weil du so brav bist. Natürlich. Tobi, in diesem Sinne. Ich danke dir. Tolle Auswahl hier. Habt ihr gesehen? Rundumschlag, die 67. Zum bei Regiomobile. Unten findet ihr alle Links, um hierher zu kommen. Und das ist eine ordentliche Firma, die, wie gesagt, alles schön im Netz auch drin hat, immer was verfügbar ist, was kommt. Und es ist auch einiges im Vorlauf, aber anrufen lohnt sich. Genau, jederzeit. Schönen Urlaub, gesund bleiben, schönes Campen. Wir sehen uns hier in Altdorf bei Nürnberg. Genau da. Tschüss. Schönen Urlaub. Au revoir. Das passt gar nicht, der Franken, gell? Tschüss. Tschüssle. Ade. Servus. Schalt aus.